Moinsen Mädels, heute habe ich mal was ganz anderes für euch. Heute geht es nicht um Schminki, heute geht es nicht um Lovely Boxes. Um Unboxing geht es schon, aber es geht darum, dass ich euch, wie ich euch schon angekündigt hatte, zwei Shops vorstellen kann. Und zwar geht es um Online-Shops. Und ich werde wahrscheinlich zwei Videos dazu machen oder es irgendwie unterteilen. Ich muss mal schauen. Wetter ist heute total gruselig, grisselig und deswegen habe ich gedacht, ich schiebe das heute ein, denn da können wir alle ein bisschen was Buntes und was Fruchtiges und so weiter gebrauchen und deswegen würde ich sagen, starten wir. Dadurch, dass das beides aus einem Haus kommt, habe ich ein Paket bekommen und werde mich da jetzt einmal durchwuseln. Und zwar geht es jetzt in diesem Video, habe ich mir so überlegt, ja, ich mache auch schon Wasser. Geht es in diesem Video? Ich sehe gerade eine Überraschung. Ganz große Klasse. Um Tee. Ich glaube, ich sollte erst warten, bis das mit dem Aufkochen fertig ist. Oder ich warte erst, bis ich da hinkomme. So. Ich weiß nicht, was mit meiner Stimme ist. Die scheint jetzt gerade sich ein bisschen zu verflüchtigen. Es geht ja auch schon mal um die Verpackung. Also es kommt daher in einem ganz tollen Karton, richtig schön fest. Das heißt, eure Lieferung ist gut verpackt, sicher verpackt. Hat eine schöne Größe für später, für Lovely Boxen. Und wir fangen jetzt einmal an. Ich habe hier einmal den Lieferschein und habe da gerade eine Überraschung entdeckt. Ich bin mal gespannt, ob das da auch drin ist. Noch eine Überraschung offensichtlich, das habe ich auch nicht bestellt. Moment. Ich durfte mir nämlich in einem bestimmten Wert Waren aussuchen. So, und ich glaube, jetzt hat er mir noch ein, zwei Überraschungen dazugelegt. Ich gucke jetzt einmal, was ich bestellt habe, ob ich das hier finde und wie das dann weitergeht. Ja, ich wollte es ja unbedingt hier vor euch machen, deswegen war ich jetzt vorher nicht so vorbereitet in dem Sinne. Was da drin ist, weiß ich jetzt gar nicht. Das sieht aber alles sehr gut aus hier. Ganz große Klasse. Das wird euch gefallen. Dann so. Ja, das ist auch mit dabei. So und so. Und das ist was für den nächsten Shop. Moment. Also, ich habe bestellt, was ist das Niedliche? Fange ich damit an, denn ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas Niedliches, Kleines bestellt zu haben. Das könnte das sein, wofür ich das Wasser brauche. Moment. Ich öffne es einmal. Die Lieferung ging ganz schnell. Ich habe bestellt und rubbel die Katze wurde ich informiert, dass mein Paket auf dem Weg zu mir ist. So, hier ist ein klitzekleines Kartönchen mit einer Alu-Verpackung. Und ich tippe eigentlich darauf, ich weiß nicht, was das ist. Also ich erzähle euch jetzt einmal, ich mache das jetzt mal im Ausschlussverfahren. Ich hatte eine Teeblume bestellt. Und diese Teeblume kostete 3 Euro, 3,50 € in dem Dreh. Ich wollte ja auch, dass ihr was habt, nicht nur so, dass ich euch ein paar Teebeutel zeige oder sowas. Ich wollte euch auch zeigen, wie groß dieses Angebot von dem Shop ist. Und es gibt dort also Teeblumen, Teeblüten und jetzt muss ich einmal schauen, dass ich das geöffnet kriege. Und ich vermute mal, ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt, aber ich vermute mal, dass es sich jetzt hier um diese Teeblume handelt, die also luftdicht verpackt ist, in diesem ganz niedlichen Kartönchen daherkommt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, denn ich habe zuvor niemals von Teeblumen gehört. Ja, das ist es, das ist es. Ach, wie toll. Jetzt schaut mal, das sieht aus wie ein klitzekleiner Pilz. Und jetzt werde ich einmal ganz kurz das Wasser nochmal anstellen, euch ausstellen und damit es nicht so rauscht, bringt ja nichts, wenn ich euch hier einen vortanze oder sowas. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an, wie das funktioniert. Moment. So, Wasser kocht, da können wir gleich weitermachen. Ihr werdet euch überhaupt wundern, warum ich jetzt plötzlich mit Tee anfange, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat so einen Spaß gemacht, auf dieser Seite rumzustöbern, weil es da eben auch so schönes andere Sachen gibt. Ganz tolle Geschenkmöglichkeiten und wie gesagt, ich habe ja hier vor allen Dingen jetzt außergewöhnliche Sachen herausgepickt, um euch die zu zeigen. Guckt da unbedingt mal nach, da findet ihr auch, deswegen wollte ich es jetzt relativ früh noch machen, bestimmt auch noch Sachen für Weihnachten.
Und deswegen. So, dieses niedliche Blütchen, von dem ich jetzt leider nicht weiß, wie lange es ziehen muss, werden wir jetzt einmal in mein normalerweise für Kaffee gedachtes Behältnis tun. Auch schon 22 Jahre auf dem Buckel, also ein paar Kratzer drin. Und ich überkipp das mal und ich mache das mal hier unten. Moment. Diese Blüte ist ja mit 3 Euro, also um die 3 Euro, 3,50 glaube ich, relativ teuer. Aber ihr braucht sie nicht nur, oder ihr könnt sie nicht nur einmal übergießen, sondern 3 bis 4 Mal. Und da sieht man das vielleicht schon ein bisschen, wie sie Luft zieht, Wasser zieht. Da gehen die Blubberbläschen hoch und die wird sich jetzt wohl nach und nach entfalten. Das macht also auch noch Spaß. Ist zudem also auch noch eine lustige Sache, falls ihr Kinder habt. Mann, das wird schwer. Und das fasziniert mich schon ziemlich doll. Ich habe die süße Duftblüte. Es gibt also auch verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Geschmacks- und Duftrichtungen. Und ich finde das gerade mordslustig. Ich habe gedacht, ich stelle das hier irgendwo in den Hintergrund. Aber jetzt will ich ehrlich gesagt auch zugucken. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie lange das gute Stück ziehen muss. Das steht hier leider nicht. Und da ich jetzt nicht weiß, ich habe es gerade schon mal auf der Teerolle geguckt. Da steht, Früchtetee braucht 8 bis 12 Minuten, Räuberschtee 5 bis 8, Grüntee 2 bis 3 Minuten, Kräutertee 8 bis 10 und Schwarztee 3 bis 5. Aber von meinem Blümchen hier, das aussieht wie ein Meeresungeheuer, steht hier nichts. So, wollen wir das einfach mal ein bisschen vor sich hin ödeln lassen. Ich gebe schon mal meine Süße hinein. Manche werden sich gerade schütteln, aber ja. Ich mag es halt gern gesüßt. So, das zieht jetzt vor sich hin. Ich bleibe mal so. Ich habe das hier auf 8 Minuten stehen, machen wir das auch mal. Weiter geht's im Text. Einen Tee musste ich mir natürlich auch gönnen, obwohl ihr davon jetzt nicht so viel habt. Und zwar war das ein Weihnachtstee Marzipan rum. Ach hier, guckt mal, sogar mit hübschen Motiven vorne drauf. Ein Rentier mit einem schönen Weihnachtsmann und Schneemann und alles schön mit Glitter und Gülden und sowas. Ganz, ganz große Klasse. Marzipan rum. Genießen Sie einen exzellenten Räubusch mit einem vollmundigen Marzipan rum-Geschmack. Räubusch, Weinbeeren, Mandeln und Aroma ist drin. Hier steht auch drauf, ein Teelöffel pro Tasse und 7 Minuten ziehen lassen. Da schnupper ich jetzt mal dran. Aua, da kommt aber auch schon was. So nach diesen eingelegten Rum-Rosinen. So, das sieht ziemlich lustig aus da hinten. Also das ist eine super Geschenkidee, finde ich, weil es eben auch so niedlich verpackt ankommt. Außerdem denkt der Beschenkte dann, er kriegt einen Diamantring oder sowas. Und das hier, das könnte ja mein Favorite werden. Das ist ja, oh. Denn jetzt, wo es so grisselig ist und sowas, da trinke auch ich sehr gerne mal einen Tee. Es ist wirklich so. Oh, und das duftet lecker. Ich kann euch das einmal so zeigen. Er ist also nicht grob oder sowas. Das Leckerste ist gerade runtergefallene Mandeln. Nicht grob, ganz, ganz, ganz fein gemahlen. Und da sind offensichtlich kleine Mandelstückchen drin, die mir von gegenpurzelt sind. Ja, Mandeln im Ganzen, also nicht nur Mandelaroma. Den werde ich mir dann auch nachher gönnen, wenn ich mich damit beglückt habe. Wir wollen mal einmal schauen, was das so macht. Das sieht ja richtig geil aus. Guckt euch das an. Das sieht jetzt, ach, von da ist es die Blüte. Nein, ist das hübsch. Es ist also wirklich nicht nur dieses Kruppzeugs da, dieses Tee-Gedingsel. Es ist wirklich eine Blüte. Oh, ich bin total happy, dass ich diesen Laden entdeckt habe. Das sieht schön aus, guckt mal. Also da kann ich euch nur empfehlen, da einmal drauf zu klicken, euch da durchzuwursteln. Es macht, wie gesagt, auch noch richtig Spaß, wenn ihr irgendwie was Leckeres gerade dabei zu knabbern oder eben zu trinken habt. Und da einfach ein bisschen, ne? Ich meine, diese ganzen Sachen jetzt, ich dachte auf Lieferschein würden jetzt die Preise mit draufstehen, stehen sie jetzt nicht. Und Man ist gerade am Arbeiten, da kann ich nicht stören, deswegen kann ich euch nur die ungefähren Preise sagen. Aber wie gesagt, das lag um die 3 Euro und das ist schon ein Spaß wert. Ihr habt länger was davon, nicht nur dieses eine Mal. Der hat, glaube ich, 2,50 gekostet, 2,50, 3 Euro. Das ist, glaube ich, auch ein ganz normaler Preis, das werdet ihr auch bei Edeka los oder so, also auch nicht überteuert. Und dafür riecht das besser, als wenn ihr irgendwo im Supermarkt irgendwas kauft. Was nicht fehlen darf, die finde ich ja immer, die faszinieren mich total. Ich habe ja kürzlich schon mal eins in einen
Paket gehabt in einer Mordsverpackung. Kommen hier zwei Candlesticks daher. Die kosten ein Stück 40 und 46 Cent. Der braune Zucker ist, glaube ich, ein bisschen teurer gewesen. Finde ich wunderschön. Bin auch bereit, mir das sogar einfach nur als Deko hinzustellen. Also wenn ich jetzt das nächste Mal bestelle, werde ich mir davon wahrscheinlich einen ganzen Strauß bestellen. Weil nämlich auch diese kleinen Stückchen so oben, die kleinen Kügelchen und sowas. Ich finde es einfach hübsch. So, macht sich total schön. Da ein Schleifchen drum, einen Tee dazu. Habt da schon ein tolles Mitbringsel. Braucht ihr euch nicht mehr zu schämen, irgendwo hinzugehen. Klasse. Dann habe ich etwas entdeckt, von dem ich überhaupt nicht wusste, was es ist. Und wo ich jetzt gerade, ich habe einmal gerade ganz kurz die Dose schon gelupft. Das nennt sich Teerolle. Und ich habe gedacht, weil das so arrangiert war übereinander, dass so ein langes Ding jetzt irgendwie aus gepresstem Tee besteht. Ist aber nicht so, habe ich gerade beim Öffnen gesehen. Da sind also auch kleine Teebeutelchen drin, aber in diesen kleinen Organza-Säckchen. Ich hole mal eins raus. Erstmal vorweg gesagt, die Teerolle gibt es in den Sorten Früchtetee, Rooibos-Tee, Grüntee, Kräutertee und Schwarztee. Ich habe mich, es sind Pyramidenteebeutel, siehst du, das habe ich nämlich übersehen an dem Tag, und ich habe mich für die Geschmacksrichtung, könnt ihr das sehen, Buttertrüffel entschieden. Hallo, die haben so leckere Sachen. Und jetzt hole ich da einmal ein Beutelchen raus. Die Teerolle hat, glaube ich, auch 3 Euro gekostet, und da sind jetzt 7 Beutelchen drin, und das sind nicht nur einfach so piefige kleine irgendwas Beutelchen, sondern so Pyramidenteebeutelchen. Läuft mein Dings noch? Ja, mein Pieper. Hat der bestimmt auch was ganz anderes, also auch viel zu viel bestellt. Oh, das riecht. Jetzt müsste es Geruchs-YouTube geben, ehrlich. Also ganz, ganz große Klasse. Einmal zwischendurch noch einen Blick drauf. Also die entwickelt sich jetzt nicht weiter. Die hat wohl alles gegeben, was sie kann. Hat kleine Blütenpollen abgeworfen, offensichtlich, die ihr da unten sehen könnt, da unten finden könnt. Und ich finde, die sieht einfach toll aus. Hinten noch so geknüdelt. Da muss ich nochmal nachhaken, was das ist. Also die scheinen ja wirklich die Blüten abgebrochen zu haben, getrocknet zu haben, und dann kann man die benutzen. Toll. Diese Pyramiden-Organza-Säckchen finde ich wunderschön. Ist gleichwertiger als so ein normaler Teebeutel, und ich halte natürlich auch hier ein Rüssel dran. Das kann ich jetzt überhaupt nicht beschreiben. Damit ihr eine kleine Vorstellung habt, also ich sehe hier auch gerade was Blaues, ich weiß, dass Kornblumen mit drin sind. Kornblumen haben ja auch sowas Beruhigendes gleich, ne? Buttertrüffel weiß ich auch gar nicht so recht, was ich mir davon erhofft habe, weiß ich nicht. Es ist schwarzer Tee, Mandelhobel, Amaretini, Zucker, süße Aprikosenkerne, Eiweiß, süße Mandeln, Kokos und Zucker, Kardamom, Granatapfelkerne, Hallo Moldavie, und Kornblumen. Blumenblüten und Aroma. 7 Teebeutel, a 3,0 Gramm und noch über ein Jahr haltbar, denn mindestens haltbar bis 31.12.2015. Empfehlung von mir, schon allein mit Kokos drin und Kornblumen und sowas, da freue ich mich schon richtig, richtig, richtig doll drauf. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich über Tee freuen kann, aber das ist wirklich super. Jetzt kriege ich es wieder nicht auf, deswegen habe ich es eben schon geöffnet. Also auch sehr gut verschlossen. Das ist eine kleine Papprolle, aber mit einem richtig gut verschlossenen Plastikdeckel. Da kann also auch nicht viel passieren, denke ich mal. Ja, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Moment, also hier, da wo ich eben so gestutzt habe, er hat mir noch ein Christstollengewürz dazu gelegt, und zwar Dresdner Art. Zutaten: Zimt, Ingwer, Nelken, Kardamom, Makis, CES geschrieben, und Muskat. So, das ist dann wohl Inhalt 100 Gramm. Kann ich euch keinen Preis zu sagen, weil, wie gesagt, ist ein Geschenk. Dankeschön. Haben wir dann hier, die Teeblüte steht da. Die beiden Stickchen haben wir hier vorne. Und jetzt komme ich noch zum Clou der ganzen Geschichte. Tada! Die haben tatsächlich auch noch Badebomben, und zwar einmal, ist ja passend, einmal im Green Tea und einmal in White Tea. Und White Tea, die nennen sich Bath Fizzer,
schmeißt man ins Bad rein, dann wird sich das wohl, also ich habe ganz ehrlich gesagt noch nie eine Badekugel benutzt, deswegen habe ich mich so gefreut, dass sie damit bei ist. Und, oh, mein Piepsi! Da muss ich jetzt ganz kurz auffüllen, weil ich habe mir gar nichts mitgenommen zum Abgießen. Moment! Der duftet total lecker. Ich habe mir jetzt eine kleine Kelle geholt und werde das jetzt einmal da rausfischen. Ich wollte es eigentlich gerade alleine machen, habe ich gedacht, das ist für euch ja auch interessant. Also holen wir das einmal da raus und dieses gute Stück, das wird jetzt zum Trocknen gelegt und dann wieder verwendet. So, wenn ich dran denke, mache ich ein Foto davon, wie es nachher aussieht und poste das bei Facebook, dann wisst ihr auch Bescheid. So, das brauche ich aber nicht draufdrücken, das ist eigentlich ja ein Bodum-Kaffeezubereiter. Und dann werde ich mir davon gleich was zu Gemüte führen. Ich habe mein Tässchen dabei. So. Und warte einfach, bis es trinkbereit ist. Ich warte bei den Badekugeln und freue mich jetzt tierisch, dass ich die ausprobieren kann. Das werde ich nicht vor der Kamera machen, aber werde euch davon berichten. Ist mein erstes Mal, wie gesagt. Ich weiß auch nicht, wie weißer oder grüner Tee zu riechen hat. Was steht noch drauf? Nicht essen. Das ist sehr nett. Danke für den Hinweis. Ja, Parfum, links, eine Badebombe. Nee, da steht jetzt nicht mehr so furchtbar viel drauf. Also, solltet ihr noch irgendetwas brauchen, schreibt da hin. Also guckt euch erstmal den Shop an. Ich habe jetzt gleich, wie gesagt, noch einen Shop und vielleicht kann man da Versandkosten sparen, dass ihr alles zusammen irgendwie bekommt oder so, je nachdem. Wir kriegen das schon irgendwie hin, denke ich mal. Und ich empfehle es euch. Ich lege es euch wirklich ans Herz. Ich finde die Ideen an sich total super und ich weiß, dass da draußen sehr viele Teetrinkerinnen sind und gerade in diese Jahreszeit passt es super rein. Ja, der Tee ist mir jetzt noch zu heiß, aber meine Beute habe ich euch gezeigt. Ich verlinke es euch selbstverständlich und wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern und ich würde mich total freuen, wenn ihr drunter schreibt, ob ihr bestellt habt und wie es euch gefallen hat bzw. dem Beschenken. Ja, das war meine Shop-Vorstellung von Tee-Versandhandel.com. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern. Tschüss und beim Tee trinken.